So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island im Koop. Diesmal jetzt aber richtig hier. Nicht so ein Scheiß, wie wir dann am Ende letztes Mal gemacht haben. Das hast du ja gar nicht mehr mitbekommen, oder? Peacemaker. Nee, ich glaube nicht. Nee. So, wir müssen jetzt... Warte, ich tu mal den Sound kurz auf. Ah ja, scheiße, stimmt, das müsste ich auch. Das wäre eigentlich ganz gut. Wo ist das? Online? Hä? Boah, das wäre jetzt echt mal besser, wenn ich mal kurz den Sound anpassen würde. Ja, ich mach den Sound. Weil lieber sind die Zombies etwas leiser und du etwas lauter als andersrum. Spiel. Ja, ich hab die Mission jetzt, glaub ich, schon fertig. Ah, du stehst. Warte, ich geh noch nicht in den Kreis rein. So. Alles klar. So, ich mach das jetzt hier mit Fabio alleine, weil Chefkoch und Leon. Leon scheiße sind. Naja, also. Sie sind nicht LP-fähig, sagen wir es so. Haben wir uns beide drauf geeinigt und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier stehen geblieben sind. Was hab ich denn Wir müssen in den Kreis da. Ach, die Signalpistole habe ich ja schon, stimmt. Ich hab die Zombies gerade eben alleine fertig gemacht. Ja, das ist bloody hell, it was close. Struth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now the fences are working, but you were right about the bridge. We need to blow it. It's too dangerous. Ich hasse mein Telefon. Ich schlitz dich auf! Ich geh da jetzt nicht hin, die können mich mal. Soll mein Bruder hingehen? Ja, das war jetzt perfektes Timing. Ja, aber voll, ey. Ich mach die Fässer kurz kaputt. Warte mal kurz. Ja. Ja, geil. Ja, okay. Ja, war ich mal kurz weg. Mein Bruder hat sich erstmal aufgeregt, dass ich nichts gemacht habe, nicht hingegangen bin. Und jetzt hätte ich erstmal wieder angegriffen. Ja, das war jetzt irgendwie gerade ein bisschen... Komm, ist doch wurscht. Kommen wir das zu Ende, was der gelabert hat, sind nicht in die Zombies reingestürmt, ey. Ja, ist gerade alles ein bisschen blöd, weil die Zäune ja gar nicht da sind und alles. Wir müssen doch Die Brücke müssen wir doch schon springen. Ja, habe ich gerade eben gemacht. Ich habe mich selber fast getötet. Ach so, Alter, da bist du zweimal. Wow, zwei Schwarze. Ah! Ah, ich kick den, Heavy kick den. Leute, ist der einfach reingekommen oder wie? Ja, guck doch, der hat einen Namen. Ach so. Kick den gleich. Dann. I heard the explosion. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe whoa. You something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors. And they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he can... What exactly are they doing here, Colonel? The rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. You know, bombs fell there. Are you sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should need to get out this goddamn island. Fuck me, man. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good.
Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Hi, come here. Okay. Böser Colonel. So, und jetzt, ja. Ist der Lappen noch drin? Nö, gell? Nö. Okay, der hatte wahrscheinlich keinen Bock zu warten. Kannst du Online-Optionen eigentlich ausstellen? Hä? Weil man kann in Online-Optionen einstellen, dass nur Freunde rein können. Weil ich glaube, das musst du machen, wenn du das Spiel aufmachst. Online? Freundeplätze spielt sich... Ja, da steht Spiel, Sichtbarkeit, Internet, weißt du? Kannst du das umstellen? Nee, das geht nicht. Ach so, na warte, komm mal her. Kannst du hier die Nagelpistole von dem Typi holen? Okidoki. Und dann, mach mal einfach kurz raus, dann machst du nur mal auf und stellst es um auf nur Freunde. Okay. Und dann eben zwei Plätze, okay. Dann machen wir das kurz. Und da mach ich jetzt auch nicht Aufnahmestopp, das lohnt sich gar nicht. Also online, Spieltipp, LAN, gibt's nur LAN oder? Ja, Spieltipp ist schon online, aber dann eben nur zwei Spieler und nur Freunde kannst du einstellen. Also öffentliche Plätze mache ich 0 und Freundeplätze mache ich einen. Nein, das ist ja eigentlich egal, wie viel ich da mache. Okay, ja, jetzt, ist eigentlich egal, ja. Jetzt dürfte eigentlich gar keiner mehr reinkommen, außer Freunde. Dann kannst du mir glaub wieder joinen. Nein. Dann sag mal, wenn du wirklich schon im Spiel drin bist. Ja, mach ich. Weil er kann noch nicht verbinden, der dumme Sack. Jetzt. Okay. Na also. Spielen. Nadelpistole ist schon ein geiles Ding, aber wenig Schuss. Ja, den Schuss kannst du immer wieder aufheben. Nadelpistole. So. Na. Jetzt müssen wir verhindern, dass die ganze Insel genukt wird, oder was? Jo. Muss ja, sein. Kein Ding, ey. Das machen wir doch mit links. Logo. Logo. So. Ich habe immer noch das schwule Paddel, ey. Ich bin noch Schlitzerin. Ich muss doch hier nochmal. Mal schau mich hier wenigstens noch kurz um. Obwohl, warte mal. Ich gehe erstmal ganze Quests annehmen. Das sind nur lauter Leute, die mit uns reden wollen. Was in hier? Ich rede mal mit denen, ne? You and Hardy don't like each other very much, do you? Yeah, well. He locked me in the hold of that ship. I barely escaped. That's not gonna cause any problems for the rest of us, is it? We've got enough to worry about. I don't think that's your concern. Now tell me how to get to Henderson. The jungle's flooded from the monsoons, so I think the only way is by the sea. One of the other guys here is from Halai, and he says it's a fishing village. They should still have boats. Once you get one of them, it shouldn't be hard to reach Henderson. When are you leaving? Blabla, suche einen Weg durch den Dschungel. Kriegt man eine komische Schilligall. Eine Schillelack. Keine Ahnung. Ja, komm. Definitely. What? Good. The sooner you get to Henderson, the sooner we get out of here. Ja, as you can see, we each contribute to the team's safety and well-being with our own particular talents. If you bring us the right supplies, you can take advantage of our talents too. Natürlich. Okay, haben wir jetzt eine Quest angenommen? Ja, jetzt haben wir eine Quest angenommen. Die Hauptquest? Ist das Hauptquest? Ich glaube schon, dass es Hauptquest ist. Das sollen wir hier mal gucken, wer noch alles irgendwie ist. Ja, die Oma hier hat noch Quest, die kenne ich, das ist... Wer willst du haben? Das will ich haben, das ist Messer, das ist Schneiden. Du konzentrierst dich mal auf, ja, Paddel und so, ne, und... Baseballschläger habe ich hier schon. Ja, gut. Einfach alles, womit du drauf dreschst, das ist alles Stumpfe. Also, ja, dann reden wir mit der Tusse hier. You should go down and check the beach. The beach. Something from that wrecked ship might have washed ashore. Something we can use. You should go see what you can find. Komischer Akzent, wenn du so sprichst in Englisch. Yes.
bless you, but be careful, okay? There are a lot of those things out there. Okay. Das ist ja diese Konservenquest, die kennst du ja, glaube ich. Müsstest du zumindest. Ab so ein Ding? Da kannst du die ganze Zeit Konserven abgeben bei der. Da kriegst du mal EP für. Achso, ja, ja, Logo. Ich habe hier noch eine Klingenwaffe, wenn du die haben willst. Ich weiß ja nicht, wer du gerade bist. Oh, ich bin gleich da. Hier. Habe ich gerade hingeschmissen, habe das Paddel aufgehoben. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Warte mal, was kann ich denn? Ach, kacke. Kacke, Fu, Arschloch, warte mal. Was habe ich denn so? Ja, ich habe hier lauter Nagelhammer und Streitkolben und Schraubenschlüssel. Ja, ich habe hier halt voll viel. Alter, was da alles rumliegt. Was ist denn da, Alter? Ja, kannst alles haben, das ist alles stumpf. Stumpf will ich nicht. Okay. Oh, da ist noch eine Klinge. Ach, hebt der. Ja, ich hebe einfach alles auf, ist ja egal. Ja, zur Not kannst du es hier gleich direkt verkaufen, das ist ja nicht egal. Jetzt kommt mal die Leuchtpistole raus. Da kann ich mit Trevor handeln. Die da vorne hat noch eine Quest für uns. Ja. Mit der rede ich mal. Macht's. Ich gehe kurz meine Waffen reparieren. Jo. Cables and batteries should do it. Will you bring me some? Ach so, ja stimmt, das war elektrisierend. Ja, hilf eine bessere Verteidigung aufzustellen, um den Ort zu sichern. Immer. The cables are in a shack not far from here and the batteries are at a camping site. Alles klar. So. Ich hol mal ein paar Medikits, ne? Jo, mach das. Nägel, Nägel, Alk und wieder so ein schöner Baseballschläger. Nägel, Nägel? Kann ich da nicht nehmen und gleich hier verkaufen, oder? Ist doch voll schlau. Schaden macht der? Bei mir 141. Das war der Standard-Baseballschläger, den hast du auch. Was verkaufe ich denn? Also das Paddel läuft hier auf dem Boden, es gibt gar keinen Schacht. Ich hab hier noch ein Messer, wenn du Level 19 bist. Ich weiß ja nicht, welches Level du bist. Ich bin... Also ich bin Level 17, wir sind beide 17, glaube ich. Jetzt habe ich hier zwei Signalpistolen, die sind auch schlau. Ich glaube, die verkaufe ich direkt, oder? Ja, ich habe das Messer hinter dich gelegt. Halt einfach da, wo das Paddel liegt. Was behalte ich denn mal? Die kann auch weg, die schwache Machete. Die kann auch weg. Ich brauche ja gar nicht so viele Waffen. Die kann auch weg, ist mir kein Mensch. Ja, das passt. Oh, das Ding kommt nicht weg. So. Dann kaufe ich mir auch mal hier Medikit. Zwei Stück mal, das reichen. Ja, welche sollen wir machen? Machen wir. Gleich. Ach komm, ich würde sagen, wir machen erstmal. Electricity. Leute, ich kann das Wort nicht aussprechen. Nee, ich würde als erstes, die mit der ich immer angefangen habe, da zum Strand gehen. Elektrisierend. Kann ich das nicht aussprechen? Elektrisierend ja. Heißt es. Nee, Geschenk des Himmels haben wir von der Frau gekriegt. Die Konserven kriegt man erst danach. Okay, da müssen wir jetzt da irgendwelche Vorräte holen. Machen wir doch das. Geschenk des Himmels. Ja, mal gucken. Da lang oder? Nee, da muss ich hüpfen. Müssen wir jetzt dahin, wo steht, frag bezüglich des Bootes herum? Nee, das ist unsere Hauptquest. Da, wo wir gespawnt sind, am Strand, da müssen wir hin. Einmal, was ach so. Schon am Bauplan. Ja, warte, mach ich. Hast du nur genagelt, okay. So, an. Dann auf geht's in die Richtung, oder? Oder kann man hier nicht lang? Ja, ich würde da nicht lang, weil da ist kaputt. Kaputt ist scheiße. Okay. Kaputt ist nicht gut. Frucht! Ja, okay, komm jetzt. Gucken wir mal hier lang. Ich nehme aber nicht die Nadelpistole. Das macht mehr Damage. Das macht weniger nicht mehr das. Aber ist echt nie, wenn so ein Fettsack aufsteht. Nee. Oh doch, wenn sie stöhnen. Hier habe ich doch gerade ein Stöhnen gehört irgendwo. Can't hurt the look. Hier ist ein Metallschrott. Hier ist ein Stab, wenn du einen brauchst.
Zumindest deine Waffenart. Ja, das ist ja der Stab, den wir genagelt haben, gell? Ja, den haben wir hart genagelt, das weiß ich noch. Das war cool, ja. aber ich war Erster. Das jetzt habe ich den. Hier ist wieder Stufe 1. Machst du jetzt auf? Ich kann's durchscalen. Okay, warte mal. Ja, ich hab's schon auf 1, also. Welche Stufe? Achso, hier ist 1 mit 1. Hier. Irgendwo hier. Bin ich blöd? Ach, da. Da. Ja, tut mir leid, echt, da ist nichts für dich dabei. Oh. Schade. Nur weil ich schwarz bin. Ja. Sorry, bin ich auch. Nee, ich bin eigentlich Chinese. Ja, wirklich. Ja, okay, du bist eigentlich. Chinesen also, sind ja eigentlich so Karamell. Willst du jetzt sagen, dass ich Karamell bin, oder? Ja, du bist Karamell. Halt die Fresse. Oh lol, ich bin eiskalt in die rein. Boah, ich will meine Waffen von meinem großen Charakter wieder. Da macht meine über 1100 Damage, meine Schaufel. Okay, ist ein Messer für mich. Das war mein Messer, das wollte ich gerade nehmen. Ja, ich hab's bemerkt. Du bist so ein Schnorrer. Warte, wo ist das? Schau doch einfach links, wo ein Messer ist. Ah, hier. Das gibst du mir alles, den anderen Bullshit. Oh, okay. Messer ist zwar scheiße, aber es ist immer ein Messer. Ja, weil ich mach immer so, weil ich hebe mal das ganze Geld auf und dann. Ja, ich weiß. Ja, okay, das hab ich einfach sauber gemacht. Können eigentlich auch mal so rumgehen, oder? Geht das auch? So bin ich noch nie gegangen. Obwohl, das ist Umweg. Nee. Nee. Gehen wir da lang. Lala. Die Insel ist eigentlich voll schön. Ja. Wären hier nicht überall Blutspuren? Na, du Fettsack. Oha. One-Hit? Na komm, bleib liegen, Junge. Kann ich den eigentlich schon auf die Köpfe springen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon geskillt habe bei dem Charakter. Ich glaube eigentlich ja. Bin mir nicht sicher. Max, da oben ist wieder dein Freund, den wir immer nee, über den lassen wir jetzt mal liegen. Wir haben ja hier noch einen Freund. Okay, ja. Ui. Oh. Ich bin auf den Kopf gelandet, ey. Boah, der Arme. Tut mir nicht leid. So gar nicht.